Hey Leute, weiter geht's bei The Search. Wir sind immer noch mit unfassbar viel Altmetall, zumindest für meine jetzigen Verhältnisse, unterwegs. Und ich hoffe immer noch, dass ich hier irgendwann jetzt mal einen Shortcut zum Medibay finde. Denn es ist langsam echt unschön. Wir sind so weit weg vom letzten Medibay, so viele Gegner zwischen uns, wenn wir dort wieder neu anfangen müssen. Ich beschleicht das ungute Gefühl, dass das so nicht richtig ist, was ich hier mache. Das ist natürlich jetzt ganz eklig. Ganz eklig, vor allem lockt da jetzt gerade keine Gefahr hier an. Bei unseren ganzen Implantaten, diese ganze Heilung. Ne, machen Sie mal. Das ist die Waffe, die Sie benutzen, ne? Dieser komische Knüppel hier. Ja, super. Das sieht richtig scheiße aus. Was haben wir hier? Log 1. Datum und Uhrzeit unbekannt. Dr. Lawrence Murphy. Beginne Beobachtung. Sie sind in mir. Ich kann sie spüren. Und ich bemerke bereits erste Veränderungen. Die Haut an meinem rechten Bein brennt und juckt. Die Textur scheint sich zu verändern. Kleine, schwarze Brüste schimmern. Sie sind geschwollen und hart. Nekrose? Ich könnte versuchen, die infizierten Bereiche zu entfernen. Den Prozess zu stoppen. Aber ich glaube, es ist bereits zu spät. Und sie sind in meinem Inneren. Verändern mich auf zellulärer Ebene. Ich hab dich gehört, Penner. Das haben wir irgendwie ein bisschen. Das ist ja geil, weil ich ihm das Bein weggeschlagen habe. Ich kann jetzt nur noch krabbeln. Das ist schon cool gemacht. Bitte einen Shortcut. Das finde ich super gut. Oh. Das kommt mir bekannt vor, oder? Oder ist das OGM langsam? Ups. Dass diese Tür, wo wir ganz zu Beginn mal lang gegangen sind, dann wären wir jetzt nämlich ganz in der Nähe. Immerhin hat es 2 Jahrhunderte gedauert, sie zu ruinieren. Schon klar, schon klar. Wir sind alle ungeduldig. Doch mit jedem neuen Tag, mit jedem Start, entwickeln wir Projekt Resolve. Nee, das war ja das Heilungsding. Macht ja keine Pause. Jetzt sind wir wieder hier gelandet, also wir haben zwar einen Shortcut freigeschaltet, aber es ist doch immer noch so weit weg. Ich muss irgendwo was vorsehen haben in den Netzwerken. Gibt's doch gar nicht. Dass wir so lange jetzt hier rumlaufen sollen. Weil ich meine, es ist zwar ein Shortcut, aber das ist jetzt Tropfen auf einen heißen Stein. Ich verstehe, muss irgendwo. Fuck ey. Irgendwo glaube ich, habe ich echt was übersehen. Ob das diese eine Ebene war, wo ich rüberspringen musste. Diese Verbrückung. Da sind wir hergekommen.
Scheiße. Bin ich aber wirklich wieder letzter Depp hier einfach reingemacht. Finish him. Jetzt haben seine scheiß Drohnen nichts mehr. Warum kriege ich denn nur noch einen 1,6 Multiplikator? Müssen die schon mal 50 bekommen, solange ich unterwegs bin? Fickte Scheiße. Was ist denn mit Raketen? Oder Granaten vielmehr? Die gehen ja noch. Doch an, was ich erfahren habe. Ja, so. Wo zum Geier geht's jetzt weiter? Geht's jetzt hier weiter? Das Machbare immer weiter ausdehnen. Jawohl. Verbessert eure Arbeit die Zukunft der Menschheit. Oh, bringt endlich Stück für Stück näher. Es ist eine große Aufgabe. Doch zusammen kriegen wir das hin. Was es auch kostet. Boah, ich glaube, ich habe mich noch nie so über eine Medipay gefreut. Ein Utopia. Ich kann mich da jetzt noch mal hier hinten. Ups, mein Fehler. Jawohl. Jawohl. Alter, 84.000. So, was brauchen wir? 75, das erreichen wir zwar nicht, aber... Wir können fast 3 Level damit aufsteigen. Das ist schon richtig viel jetzt. Heilige Scheiße. So, und jetzt mache ich es, bevor ich es vergesse. Das Ding bauen wir jetzt ein. So. Dann mache ich lieber einen Ticken weniger Schaden. Skaliere ein bisschen weniger. Aber diesen ganzen Giftgasgranaten, das ist ja richtig geil da. So. Hier wollte ich ja jetzt mal gucken, die Erstellung. Gefahrenabwehr, Armut. Niedrige Angriffsgeschwindigkeiten schon. Bin ich desinteressiert. Erhöhter Energieverbrauch der Drohne. Nope. Sieht alles so scheiße. Soll ich vielleicht mal gucken, kann ich eigentlich schon irgendwas? Naja, Mark 4 Sachen habe ich noch nicht. Noch gar nichts. Scorpion Brustmodul habe ich noch nicht auf dem Markt, aber das gibt's ja gar nicht. Ach du Scheiße. Muss mal ein paar Körper wieder farmen. Outfit. So, was wollte ich mir angucken? Wie ist das denn? Das hier was, ne? Na, Mark 3 habe ich wirklich viel. Mark 2 hätte ich ein bisschen. 57 auch eigentlich. Skalierung ist hoch. Ich glaube nicht, dass es das Ding besser sein wird am Ende. Also wenn dann sowieso ist, wenn es bei Mark 3 ist, sonst lohnt sich das gar nicht. Ja, fast vergessen, wie immer. Hier haben wir noch ein bisschen was. Ja, nochmal 21.000, meine Mutter. Scheu. Geil. Vielleicht mal die Kernleistung verbessern. So. 71. Bald schon den nächsten und letzten Slot fürs erste freigeschaltet. So. Schönen Tag. Warren. Jetzt kann ich wieder beruhigt zurückkehren. Wurde Rom an einem Tag erbaut? Wir alle kennen die Antworten darauf. Warum also denken die Leute, dass der Wiederaufbau der Atmosphäre so schnell ginge? Immerhin hat es 2 Jahrhunderte gedauert, sie zu ruinieren. Schon klar, schon klar. Wir sind alle ungeduldig. Was zeigt er mir noch in meinen Sensoren? Mit jedem Start
entwickeln wir Projekt Resolve weiter. Unsere Forschung macht ja keine Pause. Von der Produktionseffizienz, Ladungsverteilung und chemischen Zusammensetzung bis zum Wertstoffrecycling. Da steckt irgendwas drin. Hier bei Creep arbeiten unsere Wissenschaftler Tag und Nacht, um die Grundlagen von Jonah Guttenbergs großer Vision weiterzubringen. Niemand hat je versucht, was wir hier tun. Stark aus. Wir erforschen neue Methoden, welche die Grenzen des Machbaren immer weiter ausdehnen. Ist das vielleicht diese... verbessert eure Arbeit die Zukunft der Menschheit und bringt diese Überlastung, die ich da oben immer gesehen habe? Es ist eine große Aufgabe. Doch zusammen kriegen wir das hin. Was es auch kostet. Wir erschaffen ein neues Paradies. Wo ich da rein noch springen muss. Für alle. Also dieses Spiel lässt mich richtig mal gewöhnt, Jungs. Das ist der Wahnsinn. Man ist so froh, irgendwie was wiederzusehen. Warum also denken die Leute, dass der Wiederaufbau der Atmosphäre so schnell ginge? Immerhin, hier bin ich rausgekommen. Gedauert, sie zu ruinieren. Ja. Oh ja, und hier sind die Typen ja neu aufgetaucht. Doch mit jedem neuen Tag, mit jedem Start, entwickeln wir Projekt Resolve weiter. Unsere Forschung macht ja keine Pause. Von der Was hat der denn jetzt gemacht? What the fuck? Was war das denn? Alter, bin ich froh, dass mir das eben nicht passiert ist. Ach du Scheiße. Ich glaube, dann hätte ich vorher erstmal aufgehört. Wir helfen gern. Erblüht ein Garten über Nacht? Wurde Rom an einem Tag erbaut? Wir alle kennen die Antworten darauf. Warum also denken die Leute, dass der Wiederaufbau der Atmosphäre so schnell ginge? Immerhin hat es 2 Jahrhunderte gedauert, sie zu ruinieren. Schon klar, schon klar. Wir sind alle ungeduldig. Doch mit ihnen. Au. Ich muss auf den anderen Knecht aufpassen. Und die Heilung habe ich jetzt irgendwie nicht verschwendet. Was ist das für ein Angriff? Holy shit. Eine Attacke und ich bin tot. Krass, ey. Wir helfen gern. Tatsache, dass jetzt jedes Mal an diesem Ding vorbeilaufen, juckt mich umso mehr in den Fingern. Wir alle kennen die Antworten. Was ist in diesem Kasten? Wie komme ich da? Warum also denken die Leute, dass der Wiederaufbau der Atmosphäre so schnell ginge? Immerhin. Ich will jetzt erstmal gucken, wo es hier weitergeht. Da muss ich vielleicht echt mal probieren, ob ich da rüberspringen kann. Wir sind alle unten. Mit jedem Start entwickeln wir Projekt Resolve. Okay, die Selbsthilfe ist auch gar nicht schlecht. Alter! Ey! Wollt ihr mich verarschen? Was ist denn das für ein Quatsch? Warum machen die denn so viel Schaden? Und liegt das in diesem Kraftfeld? Holy shit! Stoßattacke von ihrer Waffe. Ein bisschen merkwürdig. Erblüht ein Garten über Nacht? Ganz oder ehrlich, an einem Tag erbaut. Dass diese die Sprachwende immer wieder anfangen. Also denken die Leute, dass der immer wieder von vorne. So schnell echt, immerhin hat es 2 Jahrhunderte gedauert, sie zu ruinieren. Also in so klar, Bereichen wie hier, die sie noch drüber nachdenken. Das ist wieder vielleicht ein wenig. Geht. Immer und immer wieder hören müssen. Okay.
gucken wir mal, wo es hier weitergeht. Ich weiß, warum Sie hier sind, was hier gespielt wird. Das ist eine Säuberungsaktion. Erst Chavez, nun ich. Ich versichere Ihnen, das alles, das sind Kinderkrankheiten. Mit etwas mehr Zeit. Aber nein, alles muss gleich jetzt passieren. Und es muss perfekt sein oder zumindest danach aussehen. Ich lasse nicht zu, dass Sie unsere einzige Hoffnung zerstören. Nur weil die zarten Gemüter da oben weiche Knie kriegen. Oh, das wollen wir aber auch schon. Falsche Anschuldigungen. Implantat wäre das eklig gewesen. Es trifft immer die Wissenschaft. Oh. Und das war der falsche. Die Entscheidung ist nicht so leider. Der nimmt hier keinen Schaden mehr. Niemand sonst hat nach dem Schaden. Wäre sonst ein schöner, super Mensch. Ja, das Implantat macht sie ja schon. Überaus bezahlt. Kann man schon mal so sagen. Allein hierfür schon. Und hier auch. Kann man einfach durchlaufen. Das stimmt uns gar nicht. Das interessiert uns alles gar nicht. Wieder alles zu gucken geht und verschachtelt, dass ich überhaupt nicht weiß, wo ich noch lang soll. Labor 1-2 verriegelt und gesichert. Lasst euch nicht in die Irre führen. Er könnte überall sein. Zugang zu Labor 1-2. Ich wurde eben von Mary Shaw kontaktiert. Beim Namen klingelt nichts. Das sollte es aber. Verdammt nochmal. Sie ist Michael Shaws Schwester. Die Kandidaten für das Programm sollten keine lebenden Verwandten oder Freunde haben. Dafür bist du verantwortlich. Ich erwarte, dass diese Angelegenheit schnell und leise gelöst wird. Labor 01 entriegelt und geöffnet. Wir schnüffeln ein bisschen herum, was? Ich fürchte, das kann ich nicht erlauben. Ich möchte natürlich vermeiden, dass man jetzt der Rest noch sich dazu gesellt. Gab zwar jetzt schon gefährlichere Gegner, aber muss es ja auch nicht heraufbeschwören. Ja, genau aus diesem Grund. Eine reicht schon. Shit. Cheat, 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 cheat. Auch schon 13.000. Kommt mittlerweile ganz schön zusammen. Warren. Erblüht ein Garten über Nacht? Wurde Rom an einem Tag erbaut? Wir alle kennen die Antworten darauf. Warum also denken die Leute, dass der Wiederaufbau der Atmosphäre so schnell ginge? Immerhin
hat es 2 Jahrhunderte gedauert, sie zu ruinieren. Schon klar, schon klar. Wir sind alle unbekannt. Leck mich, ich kann noch drauf. Und zum Glück ganz dicht. Nein, müssen wir auch mal alles wieder entriegeln. Zugang zu Labor 02 gewährt. Alter. Okay, diesmal gucken wir mal, was hier hinten weitergeht. Na, Mann. Ach, okay, er sieht mich doch. Oh, das war knapp. Das war weniger knapp. Holy shit, komm, finishen. Finishen? Finishen? Geil. Na komm her. Wechsel. Das ist halt cool, dass sie dann wirklich so weiterkämpfen, wie man sie zerlegt hat. Wissen Sie? Jahre der Plackerei zum Wohl der Menschheit. All das. Jemand musste die Drecksarbeit übernehmen. Sie waren zu feige, sich die fühlnehmenden kleinen Hände schmutzig zu machen. Das ist echt scheiße, hier in diesem Gang gegen ihn zu kämpfen. Gleich drauf, wo er steht. Auf die mindestens finishen zu können, oder ja? Jetzt schon wieder gelandet. Der reinste Öker hat mir gerade. Sind wir nicht etwas zu alt für Versteckspielchen? Komm raus, wo immer du steckst. Man muss überladen, das ist eigentlich immer ganz gut. Da warten zwei auszubrechen. Schnitt was verrückt. Oh shit. So vorsichtig hier. Oh, scheiße, das war knapp. Richtig knapp. So, ab mit deinem Bein, du stehst mich gleich nicht noch auf. Denk mal, bei dem ist es ja noch wichtiger jetzt, die zu zerlegen, damit sie, wenn sie wieder aufstehen, nicht so stark sind. Was haben wir da? Das ist noch eine neue Form. Ich hab so ein Pen und so eine fucking Gaswolke. Das sind die schwächeren Versionen. Wie ich es vorher gesagt habe. Jo, okay. Ich bin getötet, bevor ich ihn finishen konnte. Ich habe keinen Bock, dass sie gleich ausbrechen. Ich hier gegen sonst wen kämpfe. Warte hier. Roundhouse Kick. 12 von Chuck Norris.
Sie haben mir bis jetzt vertraut. Wir alle wollen dasselbe. Wir haben andere Möglichkeiten in Betracht gezogen und es wird immer Risiken geben. Utopia funktioniert garantiert. Ich weiß, der Vorstand sträubt sich noch angesichts der Zahlen. Aber wir sollten es als Hausputz betrachten. Problem gelöst innerhalb einer Generation. Es wird nur eine deutlich kleinere sein als zunächst gedacht. Aber das muss nicht schlecht sein. Wir schlagen uns seit fast 100 Jahren mit der Überbevölkerung herum. Ja, das klingt ja sehr nett. Schönes Utopia. Oder nicht, ja. Was liegen gelassen? So was war. Jo, was uns in dieser großen Kammer da erwartet und ob da jetzt tatsächlich noch ein neuerer, noch stärkerer Gegnertyp da rauskommt. Ja, das könnt ihr schon denken, das erwartet euch in der nächsten Folge. Bis dahin.